Alle Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play von Hearts of Iron 4 hier auf meinem Channel. Und ich wurde ja von einigen von euch gebeten, mal einen Mod auszuprobieren. Und das hier wird ein Mod-Let's-Play. Ein Mod-Playthrough für ja, diejenigen, die es noch nicht im Titel gesehen haben. Und zwar spielen wir Millennium Dawn. Das ist einer der ja, meist gedownloadsten Mod aus dem Steam Workshop für Hearts of Iron 4 überhaupt. Und diese Mod geht darum, dass das komplette Setting einmal in den Müll geworfen wurde. Und zwar spielt dieses Spiel hier quasi nicht mehr im Zweiten Weltkrieg, sondern Millennium Dawn in der Neuzeit. Jetzt sehen wir hier schon, wir haben zwei Startdaten. Einmal den 1. Januar 2000, Millennium Dawn quasi. Und dann nochmal den 1. Juni 1916. Und ja, beide unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht wirklich sehr groß. Also wir haben hier natürlich, wenn man sich so die Länder hier anguckt, die ganzen Oberhäupter, die sind natürlich anders. Und jetzt wählen wir hier gerade mal den 2016er Start. Auf den ersten Blick, so kartentechnisch, ist kein riesiger Unterschied. Ich meine, was zwischen 2000 und 2016 passiert ist, natürlich hier die ganze Krim-Krise oder auch hier der sogenannte Islamische Staat haben wir hier auf der Karte. Aber im Grunde genommen so allzu tief, ja oder ja, geht der Mod jetzt nicht. Ich muss jetzt gucken, was ich sage hier. Ein sehr viel größerer Unterschied ist einfach, dass die Forschungs- und Fokusbäume der einzelnen Länder unterschiedlich weit fortgeschritten sind. Und gerade deswegen möchte ich auch den Start, also Startdatum am 1. Januar 2000 spielen. Ich habe lange mit mir gehadert und dachte mir, ja, wenn ich schon einen modernen Mod mache, dann soll es doch so modern sein wie möglich. Und dann dachte ich, ja komm, nimmst du mal den 1. Juli 2016. Allerdings, da ist so viel schon vorweg entschieden worden. Also von der KI, von diesem Setting, dass ich gedacht habe, na, das ist irgendwie nicht so das, was ich spielen möchte. Da sind dann bei den Fokusbäumen nicht nur noch so zwei, drei Sachen, die man sich auswählen kann, und im Grunde genommen kann man nicht mehr wirklich viel entscheiden. Deswegen nehme ich den 1. Januar 2000 und ihr seht hier schon die ganzen Anführer, bis auf Putin. Putin ist immer da. Die ganzen Anführer sind natürlich die Anführer von 2000. Und dann habe ich mich gefragt, ja, also was spiele ich denn? Im Grunde genommen habe ich gedacht, ja komm, spielst du als Deutschland, weil hey, du bist Deutscher. Ja, und da habe ich dann ein Problem von der Mod hier noch gesehen, was ich noch nicht ganz so unterstützen kann. Nämlich gibt es bis jetzt, also die Mod ist sehr gut durchdacht, allerdings gibt es bis jetzt nur zwei Fokusräume, die überhaupt geändert wurden. Also wir haben hier einmal die Vereinigten Staaten von Amerika und das andere ist China. Das heißt, wenn ich jetzt Deutschland nehme, die haben denselben Fokusbaum wie Frankreich, Großbritannien, Italien und alle anderen Länder der Welt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, wenn du den Mod vorstellst, dann stell ihn auch richtig vor. Das heißt, wir haben jetzt hier die Wahl zwischen den Vereinigten Staaten und China. Und ja, weil ich ja im Base Game und auch in der Mod, die ich bis jetzt vorgestellt habe, nicht wirklich gesagt habe, dass ich irgendwann mal die Vereinigten Staaten spielen werde. Weil die Vereinigten Staaten, die sind spielerisch im Base Game sehr interessant, ja, aber nicht sehr interessant zum Zugucken, weil halt erstmal 4-5 Jahre lang nichts passiert. Es sei denn, man wird faschistisch oder kommunistisch und so. Und ja, ich möchte mich aber nicht darauf beschränken, jetzt wirklich faschistisch oder kommunistisch zu werden, sondern ich möchte dann auch so richtig spielen damit. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, für die Mod hier nimmst du mal die Vereinigten Staaten von Amerika und schaust einfach, wo es hingeht. Und deswegen starten wir jetzt auch gerade damit. Und jetzt sehen wir schon, der ganze Bildschirm ist überflutet mit Division. Ich weiß gar nicht, wie viele Divisionen wir haben. Wir gucken gerade mal, können wir das hier sehen? Wir haben 62 Infanterie, 18 motorisiert, 18 mechanisiert, 11 motorisiert, 4 Marinedivisionen, 2 Fallschirmspringer und 2 moderne Panzerdivisionen. Für die von euch, die schon genau hingeguckt haben oder die es auf einem größeren Monitor spielen, es liegt nicht daran,
dass wir die USA spielen, sondern die ganze Mod ist auf Englisch. Es gibt noch keine deutsche Übersetzung. Ich weiß noch nicht mal, ob es irgendeine andere Übersetzung gibt, sondern die Mod ist tatsächlich komplett auf Englisch. Und das heißt, ich muss jetzt immer so ein bisschen hin und her switchen. So, jetzt seht ihr hier den Fokusbaum. Und ich kann ja mal eben so drüber scrollen, wenn das Spiel mich lässt. So, der ist wirklich massive. Also, dafür, dass die anderen Fokusbäume relativ wenig bis gar nicht überarbeitet haben, ist der USA-Fokusbaum zumindest mal sehr, sehr gut. China, muss ich gerade mal gucken, ja, ist auch ziemlich massive. Kann man sehen. So, und dann jetzt zeige ich euch nochmal hier das Problem, was ich mit der Mod hier hatte. Wir haben hier den deutschen Fokusbaum, der eben sehr generisch ist, und das ist auch durchaus so gewollt. Er ist zwar auch ziemlich groß, zumindest von links nach rechts gesehen. Allerdings, wenn ihr euch das jetzt so einprägt, gerade, keine Ahnung, prägt euch mal diesen Bildschirm ein und wir gehen jetzt rüber, sagen wir mal nach England, es ist genau der gleiche Fokusbaum, oder wir gehen mal runter in den Sudan und da seht ihr genau den gleichen Fokusbaum. Keine Ahnung, Argentinien, genau der gleiche Fokusbaum. Ihr seht das Problem, was ich damit habe. Und deswegen habe ich gesagt, komm, nimmst du mal die Vereinigten Staaten. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was jetzt groß von dieser Mod erwarten soll, ob es einen großen Weltkrieg gibt, wie ja das Spiel quasi immer so ein bisschen erzwingt, oder ob wir einfach hier ein bisschen politisch durchspringen. Schauen wir einfach mal. Und ich weiß sogar gar nicht, 1. Januar 2000 gab es irgendwelche Kriege, die schon am Laufen waren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Naja, auf jeden Fall, ja, hier hat sich relativ wenig geändert eigentlich, außer, dass wir hier oben einmal Steuern haben und Einwanderungspolitik, was im Moment eigentlich weniger spieltragend ist als dann, also zumindest bedeutend, als im 2016er Start, weil gerade im 2016er Start bekommt ganz Europa massiv natürlich mit Einwanderungsproblemen zu kämpfen und da muss man gucken, was man hier von diesem Boni oder Mali sich auswählt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die bleiben immer dieselben. Ich weiß auch gar nicht, ob sie sich irgendwie auf irgendwelche Events auswirken, aber ja, das sehen wir dann wahrscheinlich noch beim Spielen selbst. So, Forschungsbaum, also die Forschungsbäume, haben sich auch so ein bisschen verändert. Also gerade hier im Infanteriebereich seht ihr schon ziemlich viel. Was mich so ein bisschen daran stört, sind einfach die Hintergrundbilder. Weil, ja, okay, Hintergrundbilder für die einzelnen Dinger sind schon ganz nice, aber sie sind nicht überall, wie man sieht. Und die meisten von denen sind auch ziemlich störend. Ich glaube, hier hinten, ja, das finde ich total. Nee, also das geht besser. Ein paar Sachen hier sind schon erforscht, aber ja, wie ihr seht, manche Sachen sind überarbeitet, andere Sachen sind gar nicht überarbeitet. Wo es mich tatsächlich ein bisschen stört, ist bei der Marine, denn hier haben wir immer noch dieselben Klassen und dieselben Namen wie im Zweiten Weltkrieg. Wer sich ein bisschen mit Schiffen auskennt, hier Fletcher-Klasse, Cleveland-Klasse, Iowa-Klasse, Essex, das sind alles Zweite Weltkriegssachen. Der Luftbaum, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich auch ein bisschen enttäuscht, tatsächlich. Die Modelle hier sind schon ganz, ganz gut überarbeitet, allerdings, ja, ist das hier auch ziemlich generisch, tatsächlich, diese Generation, also ich denke mal, Gen soll Generation halt, also Generation, zwei Angriff und Generation, und das wird hier einfach in Generationen unterteilt und nicht wirklich in Flugzeuge, die tatsächlich existieren, wie beispielsweise hier bei den Panzern, wo wir dann hier den M48 haben, später dann den M60 und dann mit den Abrams-Modellen runter bis zu Panzern, die noch gar nicht existieren. Dasselbe haben wir auch bei Deutschland mit der Leopard-Reihe, bei England mit den Chieftains und Challengers. Also da hat mich der Fokusbaum von den Flugzeugen tatsächlich etwas enttäuscht, weil hier hat jedes Land auch wirklich die gleichen Flugzeuge. Ich weiß nicht, ob das noch abgeändert wird. Gerade bei den europäischen Nationen hätte ich mir vielleicht jetzt ein paar Eurofighter oder Eurofighter gewünscht. Die sind nicht wirklich im Spiel. So, hier die Doktrine und sowas, da hat sich auch absolut nichts geändert. Das ist immer noch dasselbe. Engineering
hat einen tollen neuen Hintergrund, allerdings, ja, der Inhalt ist geblieben. Bis auf, dass hier die nuklearen Bomben und alles Mögliche schon erforscht wurde und die Raketen und Düsentriebwerke komischerweise noch nicht. Interessant. Bei der Industrie hat sich der Hintergrund nicht geändert, aber dafür ziemlich viel anderes. Und damit würde ich auch sagen, beginnen wir jetzt. Und ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Dinger hier jetzt so... Okay, das ist Produktionseffizienz. Das ist... Warte. Das ist Produktionseffizienzanstieg. Das ist das Maximum. Das ist Dings Factory Output. Jetzt muss ich gerade übersetzen. Also wie was sie so produzieren. Nochmal Effizienzmaximum. Synthetische Raffinerien, so wie es aussieht. Was haben wir hier? Baugeschwindigkeit, sehr wichtig. Und Ressourcenabbaugeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob das sich hier unten noch irgendwie mal aufteilt. Aber das sieht tatsächlich nicht so aus. Das sieht sogar ziemlich straightforward aus. Also gar nicht mal groß mit Entscheidungen, sondern einfach, ja, forsch halt runter, was du möchtest. Muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mir der originale Bildschirm etwas besser gefallen, weil er übersichtlicher war. Das hier ist einfach sehr, ja, es macht genau das gleiche wie der Originalbildschirm vom Base Game. Nur, dass diese Reihen hier anders angeordnet sind, etwas unübersichtlicher. Wir fangen natürlich ganz standardmäßig an mit Baugeschwindigkeit. Jetzt weiß ich nicht, haben wir hier, ja, Dingsgeschwindigkeit auf jeden Fall. Wieso? Technologie ist 2 Jahre vor der Zeit, aber hier steht 2000 und wir haben ganz eindeutig 2000. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie lang? 160 Tage für eine 2000er Technologie. Na, wieso ist das hier dann 2000er Technologie und ist angeblich 2 Jahre der Zeit voraus? Sollte das hier unten reingesetzt werden oder hat sich da jemand vertan? Nein, das hier ist auch tatsächlich, dann ist die Zahl hier wahrscheinlich einfach falsch und hier sollte 2002 stehen und hier 2004. Das hier ist 3 Jahre voraus. Nein, dann sollte hier 2002 stehen, da 2003. Hier 2004, ja, ganz eindeutig. Hier sollte 2005 stehen und hier 2006. Okay, das müssen wir uns im Hinterkopfchen halten, damit wir da nicht irgendwelche Probleme später haben. Nein, ich will das nicht tauschen, ich will in den anderen Baum rein. So. Anstieg an Zeugs. Und dann müssen wir hier gucken, 2000er Technologie. Weicher Angriff, was haben wir hier? Moderne Unterstützungswaffen, das ist 1995er Ausrüstung. Oh. Nachtangriff, was haben wir hier? Okay, das hier ist so quasi für die Special Troopers. Kevlar-Rüstung, okay, das hier ist tatsächlich mal Schutz. Und Durchbruch. Sehr interessant. Okay, das ist 2000er Technologie. Ich muss mich hier gerade noch ein bisschen einfinden. Es könnte sein, dass die erste Folge etwas unspannend wird. Dass sie sollten. Das sind alles leichte Panzer, so wie es aussieht. Das hier sind die Main Battle Tanks. Also, ja, das steht da auch da oben. Mechanisiert und light mechanized. Okay. Ja, ich sehe schon. Okay. Ja, da müssen wir uns da nochmal... Ja gut, Artillerie ist das gleiche geblieben wie zuvor. Und ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Infanterieausrüstung. 2000er? Nee, wir bleiben erstmal hier bei der Nachtsicht. Weil... Wie gesagt, die Hälfte der Zeit kämpfen wir ja im Dunkeln. Und jetzt sehen wir schon hier ganz viele Hauptstädte. Diese ganzen Inseln sind unabhängig mittlerweile. Nicht mehr wie im Ersten Weltkrieg, wenn ich das richtig sehe. Was haben wir hier unten noch? Das sind die Samoa. Okay, das ist Samoa. Ich kenne mich tatsächlich, was
Pazifik- und Inselzugehörigkeit angeht, im Zweiten Weltkrieg besser aus als in der Neuzeit, was etwas deprimierend ist. So, wie viele Zivilfabriken haben wir denn? Wir haben, gucken wir mal kurz, 141 Zivilfabriken, wow, und 26 Militärfabriken. Trotzdem möchte ich nochmal ein paar Zivilfabriken mehr bauen. Einfach überall im Land verteilt. Okay, ich sehe schon, wir haben sehr viele zivile Fabriken. Und dann geht es tatsächlich auch schon los mit den Militärfabriken, die ich hier einfach mal überall ansetze im Zentrum des Landes. Und hier, da können auch ein paar mit rein. Und danach wollen wir natürlich auch Schiffswerften. Und zwar so viele wie möglich, weil wir wollen natürlich auch, dass unsere Marine sehr, sehr geil wird. Sehr, sehr groß zumindest, sehr, sehr mächtig. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann sind wir wahrscheinlich eine schlechte USA. Unsere Marine sollte da schon gut dabei sein. Gut, wir starten mit sehr, sehr vielen Bauplätzen, fällt mir auf, hier in New York, da oben hier in New York State mit 24 Slots, wow. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich viel. Ja, wir schalten im Laufe des Spiels natürlich noch mehr frei und hier müssen wir jetzt uns auch nochmal kurz im neuen Fokusbaum zurechtfinden. Ich möchte nicht direkt am Anfang mit Armee beginnen. Ideologie weiß ich gar nicht. Wann sind eigentlich die nächsten Wahlen? November 2000, okay. Da kommt dann Mr. Bush an die Reihe, oder ja, je nachdem, wie es in die, wie es in diesem Playthrough hier läuft. Gut, das hier könnten wir machen, das ist ganz straightforward Industrie. Und dann internationale Diplomatie, obwohl damit könnten wir eigentlich auch schon starten, ne? Ich könnte diplomatischen Fokus, weil Industrie brauchen wir am Anfang nicht, brauchen wir als Amerika, also die USA nicht wirklich am Anfang, würde ich sagen. Politische Macht, will ich eher politische Macht oder will ich, also will ich intern was machen? Oder will ich erstmal extern etwas sichern, weil ich, ja, US Patriot Act, sind wir schon Teil der NATO? Sind wir Teil der NATO? Wir sind Teil der NATO, ja, alles klar. Wäre auch logisch, es hat mich jetzt nur etwas irritiert. dann würde ich sagen, weil ich keine Ahnung habe, was in diesem Spiel hier zu erwarten ist, gehe ich erstmal auf einen diplomatischen Fokus und dann können wir von da aus ja immer noch in das hier unten. Ja, das brauchen wir sowieso, um hier. Alles klar, diplomatischer Fokus, wunderbar. So, dann haben wir ganz viele freie Fabriken, so wie es aussieht. Was brauchen wir denn? Oh Gott, wir haben nichts produziert außer Konvois und Infanterieausrüstung. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Armeeweise sind wir ziemlich durchmischt, tatsächlich. Wenn ich mir die Dinger jetzt mal so angucke, Infanteriedivision, wow, holy shit. Das ist die größte Infanteriedivision, die ich jemals in diesem Spiel gesehen habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mechanisierte Bataillone, 1, 2, 3, 4, 4 motorisierte Bataillone und sogar ein Panzer. Und als Unterstützung Ingenieure, Artillerie, ein Feldlazarett, Luftunterstützung, also Luftabwehr und Recon, also Aufklärung. Oh Gott, und die ganzen Zahlen hier sind natürlich absolut over the top. Ein weicher und harter Angriff von 417 und 312. Da bin ich doch jetzt mal gespannt, was die Panzer hier als Angriffswert haben. Lustigerweise weniger als die Infanterie. Dafür sind die Panzer auch nur mit 13.200 Mannstärke und die Infanterie, wenn wir jetzt nochmal gucken, 24.000 Soldaten
für eine Division. Holy crap, okay. Und wir haben ziemlich wenig Mannstärke. Ich weiß gar nicht, ob wir dann demnächst irgendetwas ausbilden tatsächlich. Und dann konzentrieren wir uns erstmal darauf, hier Sachen zu bauen. Und, oh Gott, ich fürchte, wir müssen sehr, sehr viel bauen. Artillerie auch. Motorisiert auf jeden Fall auch. Abrams, Sheridan habe ich gar nicht gesehen gerade. So, und jetzt beginnt es absolut verwirrend zu werden, denn was hiervon sind Jäger, was sind Bomber? Okay, das sind Drohnen, ganz eindeutig. Maritime Patrol Aircraft, Angriff und okay, hier haben wir Bomber, Multi-Role Fighter und Attack Aircraft. Also sind die Multi-Role Fighter tatsächlich die Jäger? Also ist äquivalent zu den Jägern und die Attack Aircraft zu den Bodenunterstützung. Was jetzt die Maritime Patrol Aircraft sind? Wahrscheinlich Torpedobomber. Drohnen, sind Drohnen? Ich weiß gar nicht, ob es da ein Äquivalent gibt. Wahrscheinlich taktische Bomber. Und das hier sind einfach strategische Bomber. Okay, dann fangen wir einfach an, ein paar Jäger zu bauen. Ja gut, Marine komme ich gleich zu. So von allem ein bisschen. Was? Und hiervon können wir tatsächlich mehr bauen. So, dann haben wir jetzt erstmal alles so abgedeckt. Jetzt kommen wir zur Marine. Und da müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren, weil natürlich die ganzen Namen und Klassen so nicht existieren. Ich weiß auch gar nicht, gucken wir uns mal kurz unsere Marine an. Oh. Okay. Wir haben 9 Flugzeugträger und sonst nichts. Wir haben keine Eskortschiffe, wir haben keinen Geleitschutz. Wir haben, was mich sehr verwundert, keine Atom-U-Boote. Vielleicht wäre es auch etwas zu powerful, etwas zu übermächtig in dem Spiel hier. Wenn du einfach, keine Ahnung, dein Atom-U-Boot überall verstecken könntest und dann, einfach, ja, sämtliche Länder nuken könntest. Aber da wir jetzt, es wundert mich gerade echt, dass wir auch keine Unterstützung haben, also keine, wie heißt's, keinen Geleitschutz und sowas. Recht irritierend, muss ich sagen. Na gut, dann werde ich jetzt erstmal mit dem Metaspiel so verfahren. Ich werde trotzdem zumindest mal ein paar Zerstörer bauen, weil das geht ja so nicht. Und leichte Kreuze auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie die Balance ist in dem Spiel hier. Und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt Schlachtschiffe bauen soll. Oder ob sich das noch an den Zahlen und Richtlinien aus dem Base Game richtet. Ja, das müssten wir dann so gucken. Panama-Kanal ist unter der Kontrolle von Panama, nicht mehr unter unserer Kontrolle. Und ja. Ich möchte ja ganz gerne die alle irgendwie zusammenfassen. Obwohl es ziemlich blöd wäre, glaube ich. Kann ich hier alle auswählen, die im Osten sind oder alle, die im Westen sind? Weil dann, ich weiß noch nicht mal, ob die vielleicht sogar, ach, das ist Guantanamo Bay. Okay, ich habe schon gedacht, wieso ist da eine Division von mir einfach da mittendrin? Hier, so wie es aussieht, haben wir 5 Flugzeugträger. Okay. Dann, ja, tun wir die alle mal zusammen. Und nennen sie um in Navy Atlantic. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Und wo ist die Marine hier im Westen? Wir haben hier 2 Flugzeugträger. Das heißt, wir müssen aber noch irgendwo andere Flugzeugträger oder mehr Flugzeugträger zumindest haben. Da sind noch 2.
In Seattle. Okay, ich hätte die jetzt eher nach San Francisco getan, aber nun gut. Oder nach Los Angeles hier. Was haben wir hier unten? San Diego. Will ich aber auch zusammenfassen in eine Flotte, glaube ich. Nur für den Fall. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie das hier läuft mit Flotten. Mit Flottenkampf. Ich weiß generell noch nicht, wie das alles hier gebalanced ist. Davon brauchen wir Zeug. Indonesien, Malaysia, Thailand, Sri Lanka. Na gut, ich weiß auch nicht, diplomatisch gerade nicht, wie das ist. Wollen wir mit Russland handeln? Ich glaube, wir handeln erstmal mit Frankreich. Nur für den Fall, dass demnächst hier irgendwas passiert. So, und das war jetzt erstmal der erste Eindruck quasi von dieser Mod. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Weil, keine Ahnung, was hier auch passiert. Ob hier ein Krieg ausbricht oder so, keine Ahnung. Kann auch ganz friedlich bleiben. Ich lasse mich überraschen und freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.